Wiederholt berichteten in diesem Jahr diverse Medien von den Kriegsverbrechen im jugoslawischen Bürgerkrieg vor ca. 20 Jahren und auch davon, dass am UN-Tribunal in Den Haag erneut Urteile im Zusammenhang mit dem sogenannten Srebrenica-Massaker gefällt worden sind. Sowohl Politik als auch Medien behaupten, Serben hätten nach der Einnahme der Stadt Srebrenica Massaker an bosnisch-muslimischen Männern vorgenommen. Dies alles vermittelt den Eindruck, dass die angeblichen Massenexekutionen im Juli 1995 tatsächlich stattgefunden haben. Der Autor Alexander Dorin hat jedoch in jahrelanger Recherche eine Fülle von Fakten zusammengetragen, die deutlich machen, dass es dieses Massaker so nie gegeben hat. Er bezieht sich unter anderem auch auf Zeugenaussagen aus eigentlich befeindeten bosnisch-muslimischen Quellen. Weiter behauptet er, dass die Verfahren gegen Serben am UN-Tribunal politischen Vorgaben folgen. Laut Dorin hatte sich das damalige Jugoslawien der NATO nicht gebeugt und musste daher zersplittert werden. Verehrte Zuschauer, kann es sein, dass auch dieser Krieg mit all seinen schlimmen Folgen ganz andere Auslöser und Hintergründe hatte, als wir bisher dachten und uns von den Medien berichtet wurde? Helfen auch Sie mit, Licht ins Dunkel unseres Weltgeschehens zu bringen, indem Sie zum Beispiel Ihr Umfeld auf Klagemauer TV aufmerksam machen und die Informationen, die Sie haben, mit anderen teilen. Auf Wiedersehen. Da geht es natürlich in diesem Raum nicht um die Bodenschätze im Kosovo oder sonst irgendwas. Ja, das wäre lächerlich, dafür so ein Rechtsbruch zu begehen. Nein, da geht es um die Kontrolle, die politische Kontrolle dieses Raumes, weil dort natürlich Energieströme durchgeleitet werden, durch Pipelines und ähnliches mehr. So. Und in dieser Konkurrenzsituation, in der sich die USA sehen gegenüber ihren Rivalen, müssen sie diese Energieströme beherrschen. Also etwa nach dem Motto, nicht, dass sie das alles selber haben wollen, das ganze Öl, ja, sondern sie wollen das Spiel kontrollieren. Wer kriegt wie viel zu welchem Preis, das bestimmen wir. Und damit bestimmen wir auch die Kontrolle der wirtschaftlichen Entwicklung bei unseren Rivalen. Ja? So etwa muss man sich das mit wenigen Worten gesagt vorstellen. Ne? So. Also, welche Bedeutung dieser Raum hat, ja, und zwar sowohl für die Amerikaner als natürlich auch für die Europäische Union, nicht? Sieht man ja darin, dass a. die EU-Osterweiterung auf dem Plan stand, ja, und zweitens die NATO-Osterweiterung auf dem Plan stand. Ja. So. Und da gibt es nun so einen Fremdkörper da drin, ja, so ein halbsozialistisches Jugoslawien mit einem, naja, wie immer man ihn einschätzt, ja, auf jeden Fall ist er nicht der zweite Hitler gewesen, nicht wahr? Ich will mich auch persönlich da gar nicht so äußern über die Person von Milosevic. Es gibt hunderte von anderen, die wahrscheinlich viel grauenhafter sind, ja, mit denen wir beste Beziehungen pflegen. Ich sage nur Stichwort Saudi-Arabien, ne? Da haben wir überhaupt keine Probleme mit. Also die Amerikaner jedenfalls nicht. Aber dieser Milosevic, der wurde also sozusagen zum dem bösesten Buben seit Hitler hochstilisiert, damit man eben für die Öffentlichkeit eine Begründung hatte, dort reinzugehen. Ne? So, in Wirklichkeit ging es darum, dieses halbsozialistische Jugoslawien, das sich allen Bedingungen neoliberaler Politik widersetzt hat. Ja? Also zum Beispiel hat Serbien es immer abgelehnt, die Kreditkonditionen des Internationalen Währungsfonds zu akzeptieren. Ne? Und diese Kreditkonditionen heißen einfach, ja, Privatisierung, Deregulierung, Abbau von Sozialleistungen, Haushaltskonsolidierung. Ja? So, das hat er nicht mitgemacht, aus sozialen Gründen. Und dann musste der weg. Ja? Der musste schlicht und einfach weg. Und da brauchte man nur noch einen Vorwand. Da kam einem die UGK gerade recht. Ja? So. Die hat man benutzt. Ja? Ich verweise auch auf ein Buch, was Jürgen Elsässer geschrieben hat, in diesem Kontext, was den Balkan angeht, wo er also der Spur nachgeht, wie islamistische Terroristen sozusagen auf den Balkan geschleust wurden und auf welchen Wegen sie dort tätig wurden. Ne? Das Buch heißt, wie der Dschihad nach Europa kam. So bestimmt auch sehr informativ zu lesen, gut recherchiert. Nun haben wir das Kosovo, nicht wahr, haben wir jetzt an der Backe nach wie vor. Wir wissen, dass jetzt momentan darüber diskutiert wird, was wird jetzt mit dem Endstatus. Ne? Obwohl der Völkerrecht ja eigentlich völlig klar ist, es ist ein integrativer Bestandteil, ein integraler Bestandteil von Serbien. Punkt. Ja? So, das will man jetzt ändern.
Das ist die aktuelle Rechtslage. Wenn man jetzt Kosovo also eine einseitige Unabhängigkeit zugesteht, dann öffnet man hier wirklich die Schleusen für alle weiteren Forderungen, nicht wahr, wo nach ethnischen Grundsätzen sozusagen Grenzen wieder neu definiert werden sollen. Und das ist ein Rückfall in die Barbarei. Ja. Das ist, muss man da so ganz klar sagen. Ja. In Wirklichkeit ging es darum, dieses halbsozialistische Jugoslawien, das sich allen Bedingungen neoliberaler Politik widersetzt hat. Ja. Also zum Beispiel hat Serbien es immer abgelehnt, die Kreditkonditionen des Internationalen Währungsfonds zu akzeptieren. Ja. Und diese Kreditkonditionen heißen einfach, ja, Privatisierung, Deregulierung, Abbau von Sozialleistungen, Haushaltskonsolidierung. Ja, so, das hat er nicht mitgemacht, aus sozialen Gründen. Und dann musste er weg. Ja, der musste schlicht und einfach weg. Und da brauchte man nur noch einen Vorwand. Da kam einem die UGK gerade recht. Ja, so, die hat man benutzt. Ja. Und das ist ein Rückfall in die Barbarei. Ja, das ist, muss man da so ganz klar sagen. Ja. Und das ist ein Rückfall in die Barbarei. Ja, das ist, muss man da so ganz klar sagen. Ja. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983, entnommen aus dem Gelben Forum. Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk, Der bedrohte Frieden, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens, die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens, die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens, alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen, Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. Zwölftens.
Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt: absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte.